Graziana, schön, dass du heute mein Gast bist in meinem Videocast Enorm erfolgreich verkaufen mit Herz und Wissen. Ich lade ja bewusst Interviewgäste ein, die einen nachhaltigen Ansatz haben, die sich für Hilfsprojekte einsetzen, die sagen, ja, Umwelt ist ein wichtiges Thema und die auch einen Fokus haben auf die Menschlichkeit. Mitten im Verkauf, wenn es um Umsätze geht. Und da habe ich mir gedacht, ich möchte dich gerne interviewen, natürlich in deiner Muttersprache unter Anführungszeichen in Schweizerdeutsch. Und ja, schön, dass du da bist. Möchtest du mal von dir kurz etwas erzählen? Schön, danke vielmals Alexandra, dass ich da sein darf. Ich freue mich sehr, bin auch gespannt auf deine Fragen, die du mir nachher gerade wirst stellen. Wie du ja weißt, bin ich noch nicht so lange selbstständig im Bereich Sales. Ich unterstütze Startups und Kleinunternehmen im Vertrieb, also Sales as a Service. Eigentlich die ganze Palette, im Grunde genommen das, was sie brauchen, aus dieser Palette, so viel sie brauchen, so lange wie sie es brauchen, bis sie an einem Punkt sind, wo sie dann können allein laufen und den Sales selber im Griff haben und mögen stemmen. Also du bist da sehr flexibel, also wirklich von der Neukunden weg bis zum Kaufabschluss. Genau. Also eigentlich prinzipiell kann ich den ganzen Prozess abdecken. Das ist auch das, was mir eigentlich am meisten Spass macht. Wirklich von Lead-Generierung, Termine abmachen, Termine wahrnehmen, dann den ganzen Verkaufsprozess als solches, Betreuung auch von Bestandeskunden beispielsweise. Das ist sehr oft auch ein bisschen das Problem, dass da einfach Zeit fehlt, dass sich gerade kleine Unternehmen viel zu fest auf nur neue Kunden konzentrieren, aber dann die bestehenden Kunden vergessen. Auch das übernehme ich sehr gern, bis eigentlich ja, zum ganzen Abschluss. Aber es können natürlich einzelne Punkte sein auf dieser ganzen Reise, wo ich kann abdecken kann, wenn sie sagen, sie brauchen nur etwas Kleines. Schön. Ja, ich bin ja jetzt seit 3 Jahren in der Schweiz und bin ja auch im Verkauf tätig, bin ja da auch selbstständig auch in dem Bereich unterwegs. Und wie ist es in der Schweiz? Vielleicht ein bisschen eine provokative Frage. Braucht es diese Beziehungsebene überhaupt, um Business aufzubauen? Ist das überhaupt notwendig? Oder kann der Verkäufer da hineinstarten mit seiner besten Lösung als bester Verkäufer und sagen, ja, hier bin ich und jetzt kauf. Schön wäre es, wenn es so würde funktionieren. Ich glaube, dann wären wir aber auch schnell unsere Jobs los, weil dann bräuchte es uns nämlich nicht. Nein, im Gegenteil. Ich glaube, Beziehungsebene, speziell in der Schweiz, sehr, sehr, sehr wichtig. Also ich mache die beste Erfahrung dort bei diesen Kunden, wo ich den Mensch sehr gut kenne. Es geht eigentlich immer darum, zuerst den Mensch ins Zentrum zu stellen. Zuerst mal den Mensch kennenlernen, das Vertrauen aufbauen. So ein bisschen typisch in der Schweiz ist das, wir gehen mal einen Kaffee trinken. Also so ein bisschen, das ist zwar für Schweizer Verhältnis Business, aber es ist noch so ein bisschen informell. Es ist, man weiss dann, okay, man redet zwar über das Business, aber es erwartet niemand, weder der Verkäufer noch der potenzielle Kunde, dass es gerade zu einem Abschluss kommt. Sondern es ist ein Beschnuppern, eben ein sich kennenlernen in einem informalen Setting. Und ich glaube, das ist für den Schweizer sehr, sehr wichtig, eben, dass man zuerst einmal ein bisschen Beziehung aufbaut. Und erst wenn das gefestigt ist, dann kommt man eigentlich zum eigentlichen Verkaufsplan oder irgendwie zu dem ganzen Prozess, dass man irgendwie zu einem Abschluss kommt miteinander. Das heisst, wenn man mal zu Kaffee trinken geht, beim Austausch, dann schaut man einfach einmal, ja, wie passt die Beziehungsebene, passt die Wellenlänge von Mensch zu Mensch und dann ja, bespricht man, wo ist auch der Bedarf, wo zwickt es oder wo gibt es gewisse Anknüpfungspunkte. Genau, der Schweizer lässt sich ungern drängen, vor allem nicht zum Geld ausgeben. Das ist vielleicht ein Stereotyp, aber es ist effektiv so, dass
wenn man zuerst auf der menschlichen Ebene ist, dann funktioniert es nachher viel besser. Yeah. Also wenn das Vertrauen mal da ist von einem Kunden, dann kann man nachher eigentlich viel schneller, kommt man viel schneller durch den Prozess. Yeah. Alles andere macht es schwierig und wird so ein bisschen zurückhaltend abgewehrt in der Regel. Das heisst, das Vertrauen ist einmal die Basis, um überhaupt einmal da Geschäfte machen zu können. Absolut. Absolut. Hast du da so Tipps und Tricks, wie man Vertrauen aufbauen kann? Es braucht Zeit, es braucht Geduld. Für mich funktioniert es sehr gut, indem ich wirklich den Mensch, mein Vis-à-vis, ins Zentrum stelle. Und zwar völlig unabhängig von seiner Funktion, von seinem Job, den er hat. Sondern einfach auch mal schauen, gibt es Gemeinsamkeiten? Auch auf privater Ebene hat man vielleicht gemeinsame Hobbys, hat man gemeinsame Interessen, Sachen, wo man kann miteinander über gewisse Sachen, wo man miteinander kann reden, ohne dass es gerade einen super Business-Bezug hat. Und so kann man eigentlich das Vertrauen gewinnen und nach und nach aufbauen und irgendwann kann man dann so ein bisschen sanft den Übergang machen, wirklich zum Business und zum eigentlichen Verkaufsprozess und kann dann aufzeigen, nicht was ich für ein super tolles Produkt habe und was ich für einen super tollen Verkäufer bin, sondern dass ich sein Problem verstanden habe und dass ich eine Lösung könnte anbieten und so eigentlich dann im Prozess weitergehen. Was bedeutet für dich so ein guter Verkäufer oder gute Verkäuferin? Auch da kann ich mich nur wiederholen, eben dann, wenn wirklich der Mensch im Zentrum steht. Ich finde, als guter Sales nimmt man sich in der Regel auch ein bisschen zurück. Also es geht nicht um meine Person als Verkäufer in diesem Moment, sondern es geht ums Produkt oder um die Dienstleistung, die ich vertritt, um die Firma, die ich vertritt. Und darum vor allem auch meinem Gegenüber ein Problem zu lösen. Also wenn ich nicht lösungsorientiert bin oder nicht gerne helfe, dann bin ich wahrscheinlich falsch in diesem Job. Und wie findest du heraus, was der Kunde auch braucht? Triffst du da Annahmen und sagst, so und so ist es? Fragen. Wirklich Fragen. Genau. Also ganz, ganz viele Fragen und halt auch da wirklich den Kunden reden lassen. Also versuchen herauszufinden, aufgrund von meinen Fragen, wo drückt der Schuh, was sind seine Bedürfnisse, wie tut er ticken, was bereitet ihm Schmerzen, vielleicht jetzt gerade auch, um seine persönlichen Ziele zu erreichen in seinem Unternehmen, in seiner Funktion, wo er ist, wirklich zu verstehen, wie er tickt. Und je mehr dass ich frage, umso mehr erfahre ich. Manchmal halt auch vielleicht gewisse private Sachen, was ich sehr schön finde und was ich sehr schätze. Es ist auch einfacher, dann zu verstehen, vielleicht, wieso dass gewisse unerwartete Reaktionen kommen. Wenn man vielleicht weiss, okay, der hat jetzt privat gerade ein bisschen eine schwierige Zeit, der ist vielleicht irgendwie in einer Trennung oder sein Kind ist schwer krank oder es gibt einfach ganz eine andere Basis, um können miteinander umgehen und auch mal sagen, okay, Business ist jetzt vielleicht nicht an erster Stelle, sondern eben, ich kümmere mich jetzt gerne mal um den Mensch und alles andere wird sich ergeben. Und wenn die Zeit reif ist für Business, dann wird das Business auch kommen.